Was Frau Merkel mit deiner Beziehung zu tun hat, das erfährst du jetzt bei Nadines Nähkästchen. Ich bin Autorin und Beziehungsmanagerin und plaudere jetzt ein bisschen selbst aus dem Nähkästchen und was ich so von den einen oder anderen Sachen halte. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, noch, wer weiß, wie lange sie das ja noch ist, war am 3. Oktober, und zwar, wie du weißt, der Tag der deutschen Einheit, also ein wirklich besonderer Tag für Deutschland, ist sie nach Israel gereist und war gar nicht im Land. Ja, was halten wir davon? Sagen wir mal so, also sie ist ja schon auch mit dem Land verheiratet. Sie ist eine wichtige Person für Deutschland und für das Land. Das kann man ja auch nicht leugnen. Und wie ist es dann, wenn Frau Merkel an diesem wichtigen Tag der deutschen Einheit gar nicht in Deutschland ist und einen Auslandsbesuch macht? Nun, ich möchte es vergleichen mit deiner Partnerschaft. Bist du verheiratet oder hast du einen Partner? Stell dir vor, das ist euer Hochzeitstag und dein Mann sagt dir, oder deine Frau, Schatz, also an unserem 25. Hochzeitstag bin ich übrigens nicht da. Ich treffe mich mit Freundinnen. Na, würdest du auch sagen, sag mal, spinnst du? Entschuldigung, aber das geht doch mal irgendwie gar nicht, oder? Was bedeutet das denn in der Wichtigkeit, die sie dem Land gibt als Repräsentantin? Wenn jetzt mein Mann am Hochzeitstag oder wenn deine Frau am Hochzeitstag diesen wichtigen Tag nicht bei dir sein würde, würdest du doch anfangen zu zweifeln, dass du deinem Partner wirklich wichtig bist. Übersetzt können wir uns fragen, ob wir jetzt Frau Merkel wirklich wichtig sind oder ob andere Länder wichtiger sind als wir. Es gibt natürlich auch viele Dinge, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will, im Land, wo man das vielleicht ebenfalls anmerken könnte, dass das eigene Volk gar nicht mehr so wichtig ist, wie es vielleicht früher einmal gewesen ist. Oder dass einfach andere wichtiger sind als das eigene Volk, als der eigene Partner. Und was macht das mit dir, wenn dein Partner weg ist an deinem Hochzeitstag? Was passiert da in uns? Wir sind traurig, wir sind enttäuscht, mal abgesehen davon, dass wir nicht darüber nachdenken, ob Frau Merkel hier ist oder nicht ist. Aber es geht ja darum, dass sie eine Stellung bezieht in dem Fall. Und wenn wir darüber nachdenken, denken wir halt schon, ja, irgendwie komisch, ne? Warum macht sie das? Ich weiß nicht, warum das macht, weil andere vielleicht wichtiger sind als das eigene Land. Wenn unser Partner oder unsere Frau, unser Ehemann einen wichtigen Tag für uns verpasst, gehen wir davon aus, es sind ihm die Freunde wichtiger, die Arbeit ist wichtiger, der Job ist wichtiger, alles andere ist wichtiger als wir selbst. Das ist natürlich eine Botschaft in der Beziehung oder auch eben da, die macht einiges mit uns. Wir sind möglicherweise in der Partnerschaft, verletzt uns das extrem und wir sind enttäuscht. Vielleicht stehen wir drüber. Oder wenn sowieso schon alles in die Buchse gegangen ist und man nur noch zusammen ist, weil man einfach eben zusammen ist. Das wäre übrigens auch noch ein Grund. Ja, ich bin halt an dieser Position und aber was soll ich denn halt mal machen? Mach's halt. Hab nichts anderes gelernt. Muss ich halt jetzt. Und ich suche mir dann coolere Sachen an dem Tag. Ich meine, bei der WM oder EM war es ja. Da habe ich die auch nicht im Stadion gesehen, ne? Da habe ich das auch vermisst, muss ich sagen. Da ist es mir mehr aufgefallen als am Tag der deutschen Einheit. Ich habe vermisst. Und das Aufspringen der Frau Merkel, das ist doch so super cool, ne? Das macht doch Spaß, als sie da dabei gewesen sind. Und wo war denn ihr? Ah,
Gut, ich mal abgesehen davon, dass wir schnell rausgeflogen sind. Allerdings haben wir ja auch vorher gespielt. Also hätte man ja vielleicht trotzdem da sein können. Ja, das macht sehr viel mit uns, wenn wir in der Partnerschaft quasi verlassen werden für diesen Moment. Enttäuscht, die Wertschätzung, das ist ein ganz großes Wertschätzungsthema. Und ja, dann kann man sich halt selber natürlich die Wertschätzung geben. Okay, ich bin trotzdem wertschätzend genug, aber man hat es im Hinterkopf und weiß, okay, ja, da kommt halt nichts mehr von der anderen Seite. Und wenn der Partner eben auch weiterhin so handelt, ist die logische Konsequenz, dass man diese Partnerschaft verlässt. Was das jetzt auf Deutschland betroffen ist, du kannst natürlich das Land verlassen oder irgendwann eine andere Partei wählen oder gar nicht mehr wählen oder was auch immer. Kannst du dir dann überlegen, wie es für dich das Richtige ist. Oder du sagst, naja, die ist aber sonst echt eine tolle Persönlichkeit, die unterstützt unser Land, die ist für uns da, nicht nur für die Reichen, auch für die Armen. Die Frau, die muss weiter. Up to you. Aber vielleicht mal drüber nachdenken. Was meinst du? Was hältst du davon? Ist es wichtig, dass sie da war oder dass sie nicht da war? Wie siehst du das in der Partnerschaft? Da kennst du es bestimmt auch. Hast du das schon erlebt, dass dein Partner dich an einem wichtigen Tag einfach mal hat hängen lassen, an einem Hochzeitstag, an einem Tag, wo ihr was Besonderes erleben wolltet? Oder war sie nicht da? Er nicht da? Und wie findest du das? Wenn dir das Video gefallen hat, like mein Nähkästchen oder auch meine anderen Videos, in denen ich Tipps gebe. Oder die Interviews mit richtig coolen, tollen Gästen. Abonniere meinen Kanal, empfehle ihn weiter und wir sehen uns im nächsten Video.